Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur Bilderserie Nummer 4, dem Format, wo ich euch Objekte zeige, in denen ich nicht gefilmt habe. Glücklicherweise gibt es aber, wie auch hier, zu diesem Gebäude eine Menge Bilder und um die soll es auch hier wieder gehen. Sollten euch weitere Folgen dieses Formates oder aber eher in Anführungszeichen die richtigen Videos interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns rein, denn mit über 150 Folgen sollte auch was für dich dabei sein. Mit diesem Reim starten wir nun in dieses Video. Ich wünsche viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video soll es seit längerem mal wieder um eine verlassene Schule gehen, genauer gesagt um die Hermann-Liebmann-Oberschule. Die meisten leerstehenden Schulen hier in Leipzig entstanden ab den frühen 2000ern, vor allem im Stadtteil Grünau. Trotz der guten Infrastruktur Grünaus, also Leipzigs größten und bevölkerungsreichsten Stadtteil, ruhte sich die Stadt Leipzig sowie die hiesigen Hausverwaltungen ganz schön auf den Lorbeeren der DDR aus. Über Jahre tat sich einfach gar nichts, entsprechend zogen viele Menschen weg, vor allem Richtung Westen, aber auch ins Leipziger Umland. Die Folge: keine Familien, keine Kinder, im Umkehrschluss weniger Schulen. Aber nicht nur in Grünau schlossen die Schulen reihenweise, auch im restlichen Leipzig schlossen mehr und mehr Schulen. Manche wurden auch zusammengelegt oder man versuchte es zumindest. Hier in diesem Fall hat es sogar, naja, wenn auch nur für ein paar Jahre, funktioniert. Das Bildungssystem kannte ja kein Ende und gerade während der Wendezeit standen viele Jugendliche, wie auch in jedem Jahr, vor ihrem Abschluss. Ich kann es mir nur ausmalen, aber ich stelle mir diese ersten Jahre in der BRD relativ schwierig vor, vor allem was die Abschlussklassen angeht. Ich bin selbst 1995 eingeschult worden und das im Herzen von Grünau. So ziemlich alles war aus dem Bestand der DDR, aber das war halt damals so und wir als Kinder haben solche Themen sowieso nicht hinterfragt, geschweige denn daran gedacht, wie es wohl vor 6 Jahren hier gewesen sein muss. Im Leipziger Stadtteil Sellerhausen befindet sich in der Emilstraße 14 noch bis heute dieses Schulgebäude, aber damals noch im ruinösen Zustand. Gut zu erkennen, das Baujahr am Objekt 1907. Man hatte es in alter Manier oben an das Gebäude, ich möchte mal sagen eingekupfert. Im Denkmalschutzregister wird das Gebäude auch mit diesem Jahr beziffert. Als Beschreibung hatte man allerdings hier nicht so viel Zeit oder Lust. Naja, ich lese es mal vor. Zitat: Schule, Putzfassade, Reformstil, Architektur, ortshistorisch und baugeschichtlich von Bedeutung. Warum, wieso, weshalb, lässt man natürlich wieder offen. Ursprünglich eröffnete dieses Gebäude als die 10. Bürgerschule. Die Leipziger Bürgerschulen entstanden ab 1804. Die erste befand sich auf der heutigen Moritzbastei. Die Bürgerschulen waren dem Vorbild der sogenannten Ratsfreischulen angelehnt und sollten die Kinder und Jugendlichen auf praktische Ausbildungsberufe vorbereiten, also alles andere als Studiengänge. In den Anfängen waren diese Schulen durch Wohlhabende finanziert, sodass auch Kinder aus ärmeren Verhältnissen endlich zur Schule gehen konnten, wenn auch die Qualität zu Beginn eher minder war. Wer das nötige Kleingeld besaß oder aus höherem Stande war, konnte entweder die Nikolai- oder die St. Thomas-Kirche besuchen. Beides waren geistliche Schulen, die nur höheren vorbehalten waren. Für alle anderen erkämpften 25 Obermeister aus verschiedenen Leipziger Innungen vor dem Rate der Stadt Leipzig die Möglichkeit auf Bildung für ein niedriges Bildungsgeld. Der Andrang war in den ersten Jahren so immens, dass mit nur einer Schule längst nicht alle versorgt waren. Doch es war der Vorläufer unseres heutigen Schulsystems, welches Bildung für jedermann möglich machte. Leider kamen wieder Kriege dazwischen, die das Schulsystem blockierten und Schulgebäude als Lazarette zweckentfremdeten. Dieses Bürgerschulsystem hielt sich bis in die Weimarer Republik. Ab 1924 entstanden dann nach neuer Reichsverfassung die Volksschulen. Was sich da genau gesetzestechnisch änderte, dazu stelle ich euch einen Link in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn euch das interessiert. Es ist recht umfangreich.
Volksschulen hatten auch während der Zeit des Nationalsozialismus Bestand, auch wenn hier die Inhalte deutlich geändert wurden. Rassenkunde, Stärkung des Nationalbewusstseins bis hin zur Waffenkunde sowie Ausgrenzung und Erkennen Andersdenkender, ja, all solche Themen waren nun auch Teil der Bildung für Kinder und Jugendliche. Diese Bildung war allerdings bis zum Ende der NS-Zeit nur der arischen Bevölkerung vorbehalten. Die perfide Trennung begann schleichend und Stück für Stück. Was damals schon Grundschulen machten, konnte man durch Vorschulen mit einem Jahr weniger ersetzen. Heute versteht man die Vorschule als Phase zwischen Kindergarten und Grundschule, wobei die tatsächliche vorschulische Erziehung schon im Kindergarten geschieht. Also eine physische Vorschule gibt es gar nicht oder gibt es nicht mehr. Interessanterweise konnte man durch das Abschließen der Vorschule, die es schon im Kaiserreich gab, mit einem Jahr, und ich betone einem Jahr weniger, ein Gymnasium besuchen. Also weniger Bildung, um einen höheren Abschluss zu bekommen. Klingt irgendwie komisch, ich habe auch mehrmals nachgelesen, aber tatsächlich war es so. 1920 wurde durch einen Beschluss der Weimarer Republik dieses Vorschulsystem, welches nur Wohlhabenden vorbehalten war, abgeschafft und durch kostenfreie, für jeden zugängliche Grundschulen ersetzt, auch wenn sich das später während der NS-Zeit wieder ändern sollte. Übrigens sind solche Vorschulen, wie es sie bis 1920 gab, auch heute noch in unserem Grundgesetz aufgehoben und sinnbildlich untersagt, sodass niemand durch Geld auf einen höheren Bildungsabschluss vorbereitet werden darf. Nun aber zurück zu unserer Schule. Das Gebäude wurde um 1940, also während des Zweiten Weltkrieges, zur 18. Volksschule umbenannt und so lief das Objekt auch nach dem Krieg weiter. Mit der DDR erfolgte nun die nächste Umgestaltung des Schulsystems. Ab 1949, in der sogenannten Phase des Aufbaus der sozialistischen Schule, entstanden Unter-, Mittel-, Ober- und die Abiturstufe, alles zusammengefasst in den sogenannten polytechnischen Oberschulen. Selbst Grundschulen trugen in ihrem Namen die drei Buchstaben POS, obwohl sie keine Oberschulen waren und das machte nicht mal zu DDR-Zeiten Sinn. Die meisten Schulen bekamen zusätzlich einen Beinamen und da waren aus heutiger Sicht durchaus fragwürdige Personen dabei. SED-Parteifunktionäre, Mitstreiter Stalins und sowjetische Militärführer. Aber auch Verfolgte aus der NS-Zeit wie Politiker, Dichter und Künstler waren dabei. Ab 1959 war vermutlich die Aufbauphase vollumfänglich beendet. Ab dieser Zeit trug vermutlich dann diese Schule den Namen 18. Polytechnische Oberschule. Beinamen erhielten die Schulen erst erfahrungsgemäß später, aber ab wann das hier der Fall war, ist nicht bekannt. Die hier geehrte Person war der Leipziger SPD-Politiker Hermann Liebmann, welcher erst inhaftiert und später durch Misshandlungen im KZ Hohenstein und Kolditz in einem Krankenhaus krank, erschöpft und an den Folgen der ständig angeordneten Folter verstarb. Über die DDR-Zeit ist nichts weiter zum Objekt bekannt, weswegen wir nun den Zeitsprung zur Wende 1990 wagen und das Ende der polytechnischen Oberschulen erreichen. Ab 1992 unterrichtete man nun als 18. Grund- bzw. Mittelschule. Es machte den Eindruck, als ob man Grund- und Mittelschule ähnlich dem Vorbild einer Gesamtschule in einem Gebäude untergebracht hatte, was hier in Leipzig durchaus Seltenheitswert hat und nur selten bis gar nicht praktiziert wurde und wird. Später teilte man Ober- und Grundschule wohl auf und schloss mit dem Schuljahr 99/2000 die Grundschule. Ob der Name Hermann-Liebmann-Oberschule erst nach dem Ende der Grundschule oder schon seit Beginn der 90er Jahre am Gebäude war, ist nicht bekannt. Rein optisch hatte dieser auf jeden Fall schon einige Jahre auf dem Buckel. In einer Schulauflistung vom Jahr 2005 tauchte das hier gezeigte Gebäude als Schule in Betrieb nicht mehr auf. Aber wann hier tatsächlich Schluss war, konnte ich schriftlich nicht herausfinden. Vermutlich können da nur die letzten Schüler eine Jahreszahl benennen. Das Objekt stand also seit den frühen 2000ern leer. Erst etwa 10 Jahre später sollte wieder Licht ins Dunkle kommen. Bereits 2012 befürwortete die Stadt in einem Beschluss den Standort für eine neue Schule. Einer Studie zufolge haben die Schulabgänger im Leipziger Osten eine eher negative Prognose, was Ausbildungsberufe und Erfolgschancen angeht. Man sah sich also gezwungen, hierfür mehr Chancen und Möglichkeiten zu investieren. In der Folge gab es bauamtliche Begehungen und diverse Gutachten am Objekt, gefolgt von einer langen und meiner Meinung nach viel zu langen Planungsphase, die schlussendlich in der seit
seit 2021 eröffneten Quartierschule Imelsstraße mündete. Die Bild-Zeitung sprach von einer der teuersten Schulen Leipzigs seit Jahren und damit hat man wohl nicht ganz unrecht, denn mindestens 90 Millionen Euro investierte die Stadt. Erst mit dem Ende der Winterferien 2023 ist auch das hier gezeigte Gebäude vollumfänglich denkmalgerecht saniert und bereit für den Unterricht. Zusätzlich wurde der kleine Park vor dem Gründerzeitgebäude mit einem Neubau bebaut. Dieser war schon Jahre vorher fertiggestellt worden. Inhaltlich besteht der, wie die Stadt sie nennt, Quartiersschule Campus Imelsstraße aus einem Gymnasium und einer Oberschule. Eine Grundschule sucht man hier vergebens, weswegen ich den Slogan alle unter einem Dach eher mit der Sitcom als der Schule verbinde. Aber das ist nur meine Meinung. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass das Gebäude nach 15 Jahren Leerstand endlich wieder saniert ist und im ursprünglichen Sinne weitergenutzt wird. Doch wie ist nun eure Meinung zu diesem Objekt? Wie findet ihr den Namen und die neue Schulumsetzung? Was sagt ihr zu dem Verschwinden des kleinen Parks? Und seid ihr hier zur Schule gegangen? Welche Erinnerungen habt ihr an diese Zeit? Was könnt ihr darüber berichten? Und vielleicht wisst ihr ja auch, wann hier tatsächlich Schluss war. Vielleicht findet sich auch jemand, der hier seinen letzten Schultag erlebt hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert uns für viele weitere Folgen in diesem oder in den anderen Formaten. Ansonsten bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.